Hallo und recht herzlich willkommen zurück zum nächsten Part Total War Warhammer 3 im Part 10, wo wir stehen geblieben sind beim letzten Mal. Das ist nämlich diese besondere Mission, wo wir eins von diesen Chaos-Dämonen-Dinger bekommen. Wir haben gerade die Zeit angehalten, weil jetzt ist wieder Aufbauphase. Ich weiß nicht, von wo die Gegner diesmal kommen, aber ich möchte ganz viele Türme. Aber wir gucken erstmal, was wir an Verstärkung kriegen. Okay. Das ist doch nützlich. Ich nehme mal ganz viele. Wo bleiben unsere Riesen eigentlich, die wir beordern könnten? Nun gut, dann machen wir doch hier Kanonenturm. Wahrscheinlich hier auch, ja. Kanonenturm. Die zerstören normalerweise nämlich ja nicht die Türme. Hier machen wir mal so einen Turm. Hier auch. Damit haben wir unsere Punkte erstmal gut benutzt. Ich weiß nicht, von wo die Gegner kommen. Sehe ich das irgendwo? Nee. Ich würde sagen, mit Defense, also tun das hier ein bisschen verteidigen. Und hier kommen ja auch die Leute. Deswegen. Wir kriegen zwei von denen noch. Lasst mal hier. Es ist, glaube ich, ganz gut, wenn wir nah beieinander sind. Wir haben fast keine Munition mehr. Das ist schlecht. So. Warte mal, wen habe ich da jetzt genommen? Ich glaube, die beiden haben ich noch, gell? Ja, auch hier hin. Die kann mal dahin. Du kannst dahin. Die Kranicht schützen. Ja, wenn ich halt wüsste, dass von hier keine Gegner kommen. Ich glaube, das kann man nicht wissen. Ja, wobei, vielleicht von hier oben. Hier können wir doch noch was sowas machen. Vielleicht. Und hier vielleicht allgemein. Ja, von hier kann ja fast nichts kommen. Also was will hier kommen, ist die Frage. Da könnt ihr höchstens die da drauf stellen. Hier will ich gar nichts machen eigentlich, weil ich denke nicht, dass die da außen rumlaufen. Passt auf, wir sperren hier einmal ab. Wir sperren dort einmal ab. Und wir sperren hier einmal ab. Dann stellen wir hier die ganzen Crossbowman-Dinger hin. Die Kranichtschützen stellen wir hier so hin. Das Ding kann halt hier mal wieder hier hochfliegen. Kann es eigentlich auch schon bis hier hin, ja. Aber hier sind halt noch keine Einheiten. Wir haben auch noch die Schwertkämpfer, aber die sind nicht ganz so stark. Deswegen stellen wir die mal hier hin. Ich glaube, eher von hier kommen die Gegner, oder? Also wenn ich Angreifer wäre, ich würde mich hier hinstellen. Oder von da oben? Ich weiß es nicht. Wir können hier mal doch so einen Blockiererturm machen. Ja, dann bleiben wir hier. Ja, oder alle drei? Vielleicht alle drei? Wobei, mach mal so. Und du gehst mal hier oben so hin. Benja kann ja hier Mao Ying noch was machen. Die Kranichtschützen. Die können wir hier hoch. Oder? Ah ne, komm, stell die hier hin. Damit wir noch ein bisschen Feuerbereitschaft haben. Wenn die von hier. Wobei, von hier glaube ich, kommen die gar nicht. Hier können wir mal die Barrikaden kaputt machen. Auseinanderbauen. Ich weiß nicht, ob die Sachen hier wieder eingenommen werden können. Okay, von hier kann ich gerade keine bestellen. Das ist okay. Ja, schauen wir mal, was passiert. Erstmal Truppen. So. Oh, da haben wir jetzt ein paar. Okay. Geh mal hier hin. Du vielleicht auch nochmal hier hin. Vielleicht stellen wir den mal ein bisschen hinten dran dann. Wo ist denn der? Der da war's. Du hast nichts. Wo gehst du hin? Ne, du hast nichts zu tun. Dann komm doch mal auch hierher. Dann kannst du die erste Reihe bilden. Hat hier irgendeiner nichts zu tun und steht nur dumm rum? Du darfst es. Die haben auch nichts zu tun. Ihr könnt mal hier. Was hast du? Du hast... Schwert wahrscheinlich, gell?
Ach nee, das ist eine reine Geschossinfanterie. Ja gut, aber die können auch was im Nahkampf. Ja, wobei, stellen wir mal die davor. Was haben wir hier? Okay, hier haben wir die. Hier haben wir Bogenschützen, die keine Munition mehr haben. Die können mal hier bleiben und das Ganze verteidigen. Ja. Okay, haben wir noch was? Ne, wir können nichts mehr bestellen. So. Von da oben kommen die schon mal. Das ist schon mal schlecht. Wobei, haben wir hier die Celestial Guard? Nee. Dann stellen wir doch mal hier die Celestial Guard hin. Ich wünsche viel Spaß. Von dort kommen auch welche. Gut, da müssen wir mal schauen, wie wir vorangehen. Von wo würden die kommen? Wahrscheinlich hier, Ärgel. Stell mal vor allem die gute Celestial Guard dahin. Waren das welche, die wir zurückrufen können? Ja. Ah, oh, das geht auch. Das weiß ich doch nicht. Ist das nicht ein bisschen OP? Okay, Teleportationsrückzug, viel Spaß. Ja, heil dich mal. Kann ich damit auch das, auch das Ding kann ich zurückfordern. Da oben kommen welche, das ist richtig, tatsächlich. So. Bin gespannt, ob da jetzt was passiert. Die werden wahrscheinlich angreifen, denke ich. Das werden die sich doch nicht nehmen lassen. Schießen die eigentlich? Nee. Dann lass doch mal die hier vor allem verstärken. Kostet das zusammen so viel? Ja. Ja. Ach, ich, warte mal, das ist aber nicht begrenzt, oder? Nee. Gut. Sonst hätte man ein Problem. So. Was haben wir hier? Ach, der Stachelbaum, das ist so. Oh, hier sind tatsächlich noch welche. Ja, okay. Aber kaum noch welche. Zumindest gerade. Vielleicht kommen noch welche. Man weiß es nicht. Ja, zumindest sind die dann schon mal da. Man könnte hier auch mal mit Mao Ying schon mal was starten. Ja gut, das passt gerade. Die meisten kommen wirklich von hier. Stärkung haben wir keine, gut. Das hier können wir mal kurz abbauen. Das lohnt sich halt so gar nicht. Was haben wir denn hier? Aha. Oh. Aber die kosten wieder Punkte. Okay, warten wir mal ab. Mao Ying, mach mal. So, okay. Warten wir mal kurz, was da passiert. Warum sind die vorne? Verstehe ich noch nicht, aber okay. Kommt hier noch ein bisschen mehr? Weil das wäre ja peinlich. Kämpft hier mal. Die haben hier Flugeinheiten. Also meine Mao Ying. Oh, hier, guck mal. Die kümmert sich hier eher drum. Sollst du aber gar nicht. So, ja, von hier kommen auch noch ein paar Kröten. Zack. Mach mal, Huch, die Kröte ist weg. Ja, das machen die, glaube ich, ganz gut. Wenn die was können, dann das. Nein, 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 schieß doch nicht da drauf. Schieß da drauf. Nein, 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 das tut aua, aua. Aber ich glaube, die sind ganz schön scheiße. Habe ich mal, glaube ich, gehört. Ja, könnt ihr mal alle da drauf.
So. Mao Ying, wo bist du? Was macht die? Okay, die kämpft. Gut. Die kriegt nur keinen Schaden, warum auch immer. Ja, das läuft doch hier ganz gut. Das könnten wir mal upgraden. Also, hier können wir nur aussuchen, von wo. Ja gut. Die haben wir ja mal gleich gar keine Schnitte. Hier, bis die hier vorbeigelaufen sind, haben wir alles eingenommen. Da oben, die stehen, wie sie lustig sind. Okay, Mao Ying kriegt mal mittlerweile Schaden. Man glaubt es. Gar nicht. Ja, genau. Bitte da drauf. Und da drauf. Hui. Hier kriegen die auch nochmal ein Geheims. Ja, hier drüben haben wir so ein kleines Problem. Können die mal... Hier kommt ja keiner mehr, gell? Nö. Dann können die doch mal hier mithelfen. Wie waren das eigentlich gerade bei der ersten Welle? Cool, sind dann die restlichen Einheiten, haben die sich in Luft aufgelöst? Die versuchen das hier gerade einzunehmen. Oder, nee, hä? Das gehört immer mir jetzt, gell? Ich glaub schon. So. Die Einheit. Achso, das sind Crossbows. Ja, die können mal Teleportationsrückzug machen. Generell die ganzen Einheiten, die keine Munition mehr haben. Ich habe die Hoffnung, dass da von Munition gleich zurückkommt. Warum kann ich das nicht machen? Okay, wir können unsere Laterne wieder... Ja, die hat wieder Munition. Sehr schön. Mao Ying, willst du was machen? Oh, ich bleib mal ein bisschen in der Luft stehen. So. Wie viele Einheiten sind denn da drin? 4 Stück. Den Rest kann ich mir irgendwie nicht holen, warum auch immer. Füllen die Dinger sich eigentlich, wenn ich nichts mache? Also. Was haben wir hier? Achso. Ja gut, also die Dinger hier, die kriegen wir ja locker. Haben wir es? Ne, auch immer nicht. Genau. Verstärk dich mal. Wo bist du? Du kannst auch mal wegteleportieren. Und du auch. Wir können die mal kurz holen. Zumindest die. Die. Aber eine Einheit kann mal nach da hinten. So, und jetzt können wir hier noch machen. Oh ja, Mao Ying, da musst du mal dich drum kümmern. Bitte kein Schenkelmodus. So. Du willst fliehen, das ist schlecht. Gut, die sind ja fit. Dann kümmere dich mal darum. Du auch. Wir können unsere Truppen schon mal zusammenziehen. Also hier hochziehen, besser gesagt. Au, 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 au. Ah, nee, das sind meine Einheiten. Okay. Was passiert eigentlich, wenn ich den zurückziehe? Der wird nur geheilt, gell? Was heißt nur? Er wird geheilt, aber sollte gar nicht so negativ klingen. So, du kannst auch schon mal hier hoch. Dann nehmen wir den Eingang einfach, weil der näher liegt. Oh Gott, hier haben wir ja ein paar Einheiten, die noch geheilt werden müssten. Ja, die restlichen sind jetzt weg. Gut.
Kriegen wir mehr? Nee. Wäre auch zu schön. Ah doch, kriegen wir. Hey, dann könnten wir jetzt richtig tricksen, nach da hinten gehen, denen viel Spaß wünschen beim Kommen. Ja, wir können erstmal hier mit. Solchen Brüter. Verstoßene des Nurgles. Ja, dann die. Ich wünsche viel Spaß. So. Wir haben schon wieder... Oh, ich muss mal ganz kurz Pause machen. Moment. So, da bin ich wieder. Und zwar gab es folgendes Problem. Ich habe gesehen, meine Festplatte ist fast voll gewesen. Und das wäre kontraproduktiv. Wir machen weiter. Habe ich... Nee, ihr habt das nicht. Ich habe hier so Anti-Aliasing-Ding. Irgendwie Kanten flimmern. Okay. Nun gut. Wir machen weiter. Ich habe jetzt schnell was von der einen Festplatte auf die andere verschoben. Deswegen... Schauen wir mal. Hier hoch können wir mal. Warum sind die noch da unten? Genau, es sind hier unten noch ein paar Einheiten, die wir jetzt wieder ganz gut hier hochstellen können. Wir können mal ganz kurz uns darum kümmern. So. Ja, kommt doch hierher. Schießt er schon wieder? Ja. Kriegen wir einen Höhenvorteil eigentlich, frage ich mich gerade. Er hat aber keinen Bock zu kommen. Großer Verpester. Okay. Ich dachte eigentlich, ich kann noch mit so anderen Einheiten rechnen, aber anscheinend gerade nicht. Aber ich glaube, die Stellung hier oben ist ganz geil zum Halten. Weil wahrscheinlich von hier keiner kommen wird, oder? Ja, wobei, vielleicht von hier. Das hier sieht so nach dem Weg aus. Da drüben? Schwierig zu sagen. Nun gut. Warum kommt der nicht, frage ich mich gerade. Ja gut, mir soll es recht sein. Ich kriege Einheiten dadurch, aber... Ach, jetzt kommt er. Was sind das für Geräusche? Ach, der da. Ja, clever. Man kann fast glauben, dass das die KI ist. Oh, von hier kommen auch welche. Okay, muss ich aufpassen. Warte mal, welche sind hier? Nee, warte, hä? Okay, ihr bildet mal eins. Wir machen mal kurz die, wir lösen die mal kurz auf. Drei, zack, zack, eins. So. Da sind die mit... Wo bist du? Ach, du kommst noch. Du bist... Normale Infanterie. So, der kriegt hier auch nochmal gut ab. Was haben wir hier noch? Nochmal Dragon Guard. Dann könnt ihr mal hier vor. Maulin, kümmer du dich mal um den. Der kann mal hier bleiben. Du kannst hier drauf. Die standen halt jetzt scheiße. Was haben wir hier? Hier haben wir eine gute Jade-Einheit. Welche sind denn schlecht gerade? Den können wir mal wegziehen. Ich kann mal lassen. Du kannst auch hier hoch. Und ihr seid schon da oben. Okay. Ah ne, ihr könnt mal hier hin. So. Die Reichweite von diesen Türmen ist echt krass. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil die gerade gut für mich da sind. Irgendwie macht der Turm gefühlt nichts, kann das sein? So, wir können mal wieder Einheiten holen. Gut, damit haben wir unsere ganzen Fernkämpfer wieder aufgemuntert. Vielleicht dann euch auch noch weg. Ich meine ja nur. Und euch vielleicht auch noch mal. Wir haben ja gerade die Zeit. So, der haut jetzt ab. Darum können wir den mal kurz lassen.
So, geh schon mal hier durch. Ach, die haben keine Munition mehr, das sehe ich ja jetzt erst. Ja gut. Ja gut. Oh Gott, hä? Warte mal, mit was für einer... Jetzt weiß ich, warum ich... Ich muss noch mal ganz kurz mehr Platz auf der Festplatte schaffen. Das fällt mir gerade auf. So, da sind wir wieder. Jetzt habe ich genug Platz hoffentlich geschaffen. Mal gucken, wie viel wir noch brauchen. Ich bin froh, dass das Spiel nicht abstürzt, wenn ich raustappe. Das ist meine größte... Das Ding ist schon wieder leer. Was geht denn da ab? Ja, wir müssen jetzt das Teil hier... Ach, wir können... Oh, wir können noch holen. Aber in der Zeit kriegen wir keine Versorgung. Ich verstehe. Wollen wir da drauf schießen? Ist die Frage. Die sind ja... Ah, ne, da. Ja, komm, schieß drauf. Da hauen sie schon ab. So, mal kurz weg. Gut. Ja. Wir sollten mal hier mit allen jetzt hoch. Jetzt wird es nämlich unlustig, glaube ich. Ja, wir können mal kurz aufheben. Wir haben auch... Ach nee, ich dachte schon, wir haben begrenzte Zeit. So, also. Hierhin alle. Das Gute an, also Kartei ist halt die starke himmlische Drachenwacht. Okay, hua. Wir müssen mal kurz warten. So, wir kriegen 7 Terrakotta-Wächter. Die sind auch nice. Oh, sogar 2 von denen. Alter, jetzt geht's, glaube ich, richtig ab. Ich sollte erstmal Türme bauen. Dort ein. Ach, wahrscheinlich kommen da auch noch welche, wenn es so aussieht. Haben wir noch irgendwo Türme, die wir bauen können? Hier. Mach mal hier hin. Und hier haben wir doch sicher dann auch noch einen, oder? Hier haben wir keinen. Haben wir hier 2 und hier nur einen? Aha. Okay. Ja, aber die Frage ist, wie will ich es angehen? Die sind relativ günstig. Dann holen wir doch die. Genauso wie dich. Ich glaube, jetzt kommen ein paar. Vielleicht auch noch dich. Okay, passt auf, dann stellen wir uns auf. Das ist die himmlische Drachenwacht. Müssten wir eigentlich regenerieren lassen. Eigentlich. Hier ist scheiße halt. Aber okay. Haben wir eine Wahl? Ich glaube nicht. Dann machen wir es doch so. Die, weil ich glaube, von hier kommt ein bisschen... Wobei, hier haben wir es besser zum Verteidigen. Sind wir mal ehrlich. Wo ist das Gebiet, wo ich verteidigen muss? Das Ding. Okay, das heißt, wir können ein... hier hinstellen. Ein... hier hin. Stellen dahinter oder beziehungsweise davor einfach Bogenschützen. Dann kriegen die auch noch einen Bonus. Welche haben wir da jetzt genommen? Euch beide, gell? Ne, euch beide, okay. Zack, zack, zack. Beziehungsweise, die, ja, eigentlich wollte ich die 1, aber okay. Du bist hier. Du und du, ihr könnt mal hier. Und dann, ne, war das so. In die 1. Und dann stellen wir uns... Okay, hier ist so ein bisschen Boden, wo wir gut machen können. So. Dahinter stellen wir die 2. Du kommst mal hier hin. Du hast auch noch nichts. Ah, doch, du hast hier. Stimmt. Ja, was du machst, das schauen wir mal. Stellen wir mal hier hin. Was bist du? Keine Ahnung. Ich glaube, das passt dann soweit. Ihr habt eine Aufgabe, ihr habt eine Aufgabe. Okay, wir gucken dann. Stellt euch mal. Ach ja, stimmt, wir kriegen ja auch noch hier welche. Was
30 Sekunden bis zur Welle. Okay. So. Ich würde die mal kurz hier hinstellen. Ich weiß nicht, ob von dort wieder welche kommen. Hier können wir mal sowas machen. Bin gespannt. Okay, hier haben wir auch noch. Oh, der kommt jetzt schon. Ich dachte ja, der braucht noch ein bisschen. Ist es nur der? Oh ne, hier kommen auch noch welche, okay. Dann Mao Ying, Walter deines Amtes. Das ist jetzt natürlich nicht das, was ich wollte. Zack, schieß den Tod. Genau, kämpf gegen Mao Ying. Wie dumm kann man sein? Gut, das wird ein relativ einfaches Match. Aua, warum haben die so viel Schaden bekommen? Woher eigentlich? Ah nee, das ist scheiße. Und dann da drauf. Aber so viele kommen, glaube ich, gar nicht. Ach, guck mal, hier sehen wir es sogar. War das die ganze Zeit schon da? Wenn ja, habe ich es nicht gesehen. Ach, huch, hier kommen ja auch ein paar. Was habe ich nie, warum habe ich hier welche hingestellt? Bin ich komplett lost? Ja, okay, du kannst mal machen. Weil du hältst ganz schön gut, aber... Muss jetzt eigentlich nicht sein. Ja gut, wir müssen mal kurz warten. Oh, nee, das sind die, wo da sind, gell? Es werden noch ein paar mehr. Ja, geh mal hier drauf. So, hier drauf. Na komm, jetzt kannst du schießen. Mao Ying, machst du mal? Danke. So, geh mal da drauf. Ja, Junge, gegen Mao Ying kommst du nicht so einfach an. Ich sag's dir. Wir können mal hier hin und dann... So. Den Typ, den wir hier einfach durchschieben, sozusagen. Ui, wir müssen mal wegen Partlänge gucken. Kannst du, können wir dich zurück teleportieren? Nein. Wen haben wir hier noch? Wir haben doch mal so eine Terrakotta-Wache. So. Und dann gehen wir mal hier hin. Kämpfen die in der Luft? Ja. Du kämpfst ja immer noch mit denen, gell? Ja. Ja. Gut, ich glaube, die hier halten ganz gut durch. Dann müssen sie mir, glaube ich, weniger Sorgen machen. Der Terrakotta-Wächter, der zeigt jetzt mal ganz kurz, was er kann. Oh, da kommt aber eine. Oh, da hinten kommt ja auch noch was. Ja gut, aber ich glaube, der Demon Prince ist das, was ja... Wenn der gefallen ist, dann fallen wahrscheinlich die anderen auch schneller. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Hier ist irgendwo noch ein Bogenschütze dabei. Kannst du schießen noch? Wer ist denn das? Ja, der kann noch schießen. Okay, hier kommen auch immer noch ein paar. Das heißt, hier können wir noch nicht loslassen. Du hast keine Munition. Recht? Ja, genau. Kämpft gegen die Fliegen.
Das ist das Dümmste, was du hättest machen können. Maoying. So, komm. Nimm mal viel. 4000 gegen... Oh, scheiße, der hat ja ganz schön viel noch. Kranichschützen, macht ihr mal was? Kämpf mal hier mit. Nicht, dass Maoying am Ende noch verstirbt. Gehen wir mal kurz weg. Und holen mal die kurz. Kümmert euch mal um den. Wir haben immer noch Punkte. Das bedeutet, wir holen uns nochmal so einen. Und der kann hier auch mal mitmachen. Ja, gut. Das schaffen wir aber ziemlich einfach. Holen wir uns mal den noch. Ist der tot mittlerweile, die Demon Prince? Anscheinend. So. Mal kurz hier verbessern. Diese Terrakotta-Wächter, ich liebe sie. Die sind richtig gut. Ja, du hier. Ich wünsche dir viel Spaß. Ach, guck mal, hier hätten wir noch einen Turm hinbauen können. Na gut. Holen wir mal die. Nicht, dass mir am Ende noch Einheiten fehlen. So, da drauf. Weil die sind auch gut, diese Lanzenreiter. Aber die, dafür brauchen wir halt ein besseres Gebäude. Hier haben wir alle. Gut. Dann kannst du hier rüber. Zumindest ihr. Ja, das war's dann an der Stelle. Ich glaube, wir können ein bisschen schneller machen. Die Terrakotta-Wächter machen hier ihren Job. Wie die aussehen. Ziemlich nice. Was macht der? Ja, dann, null. Null heißt eigentlich null. Ja. Null heißt, ah, null ist null. Ja, Sieg. Und damit haben wir die Aufgabe gewachsen. Wir machen mal Wiederholung speichern. Nurgle. Gefecht beenden. Erneut Spiel brauchen wir gerade nicht. Und dann schauen wir mal. Zeit 43 Minuten. Drei Wellen. 2749 Punkte. Ist das viel? Ist das wenig? Ich weiß es nicht. Wir haben keine Einheit verloren. Damit bin ich sehr zufrieden. Dunkelelfen. Cool, dass mir jetzt was über die erzählt wird. Also über 43 Minuten. Wir sind jetzt im zweiten Part drin. Und wir sind bei 34 Minuten. Nee, das stimmt nicht. Wir haben über zwei Stunden jetzt hier, über eine Stunde hier gekämpft. Wenn mir jetzt das Spiel abschmiert, ich sag's euch. Ja gut, wobei Auto-Resolve in dem Moment hätte geklappt. Wir hätten die vielleicht mal aufbessern können. Weiß jetzt gar nicht, können wir die Einheiten dann behalten? Nee, wahrscheinlich nicht. Ich weiß gar nicht, ob sich das Geld gerade lohnt. Ja doch, 3000 lohnt sich immer. So. Damit bricht das Reich in sich zusammen. The first soul harvested when all four have been gathered. They will combine into a single light, revealing a shadow path to the forge of souls.
Then Urson will be within our reach. But what's this? The tome consumes the soul's energy, reaching across time, revealing secrets. It was the Old Ones that shaped this world into a paradise. Yet the power they harnessed to move sun and rock could not be tamed. Raw magic erupted from the great cataclysm, flowing forth from a realm of chaos. So came the demons. They hunted the mortals, feeding on their souls. Yet one of their prey betrayed his kin and embraced the gods of chaos. They gifted him demonhood, and he became the first demon prince, Bellacor. He clawed at the world, scarred with his armies, reveling in the bloodshed. Those who seek power will always want more, and Bellacor's lust was the greatest of all. Gods of Chaos, have I not fed you souls? Have I not given you the world? Give me more power. Answer me! The four gods punished the demon prince for his arrogance. They took everything. His armies, his power, his form. Cursed to roam the world as a shadow amongst the shadows, powerless for eternity. Damn the gods! Bellacor has spent millennia planning his revenge on the Chaos Gods. What twisted scheme has his dark mind constructed? Ja, das werden wir wahrscheinlich im Laufe der Kampagne sehen. Abermals wandeln wir über sterbliche Lande, nachdem wir von unserer Reise ins Reich des Chaos zurückgekehrt sind. Der Foliant des Schicksals pulsiert mit der Macht der verdorbenen Seele, die zwischen seinen Seiten gefangen ist. Um die Schmiede der Seelen zu erreichen, benötigen wir drei weitere. Wir sind nicht die einzigen, die nach dem sterbenden Gott suchen. Unsere Widersacher nutzen ihre eigenen Methoden, um den Schleier ins Reich des Chaos zu durchschreiten. Wir müssen uns beeilen. Richtig, und das machen wir, wenn du weniger quatscht. Jetzt werden wir hier rausgelassen, das ist sehr schön, und dann können wir beim nächsten Mal heilen und uns neue Truppen holen. Das dann aber beim nächsten Mal. Der Part geht jetzt schon deutlich länger. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen, hoffe, er hat euch gefallen. Schaltet gerne im nächsten wieder ein. Bis dahin, habt eine wunderbare Zeit, macht's gut, bleibt gesund. Tschüss.